mit Schweineköpfen gegen die Polizei und Lebensmittelverschwendung ist einer der Klimakiller. Vom Klima zum Wetter heute, noch einmal kühl und herbstlich, aber schon wesentlich freundlicher als gestern. Und damit Servus und Hallo zu Push am Dienstag, deinem Update jetzt am Vormittag. Die Menschen in Katalonien sind offensichtlich wütend auf die nationale Regierung. Sie setzen Müllcontainer in Brand und bewerfen die Polizei mit Böllern, Müllsäcken, Steinen und sogar Schweineköpfen. Das alles passiert gestern Abend in Barcelona. In ganz Katalonien waren tausende Demonstranten auf den Straßen unterwegs. Der Grund? Die nationale spanische Justiz setzt kurz vorher den lokalen Regierungschef der Region ab, wegen Ungehorsams. Es ist die nächste Eskalation im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens. Jedes dritte Lebensmittel der Welt landet im Müll. Das ist nicht nur unnötig, verschwenderisch und teuer, sondern schadet auch unserem Klima extrem. Insgesamt werden jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Tonnen an Nahrungsmitteln nicht gegessen. Das entspricht einem Wert von 850 Milliarden. Allein in Österreich landet pro Jahr ca. 1 Million Tonnen Lebensmittel im Müll. Einfach weil zu viel gekauft wird, die Lagerung nicht stimmt oder weil die Optik schlicht und einfach nicht passt. Diese Lebensmittel, die dann eh nicht gegessen werden, verursachen weltweit übrigens 8% aller Treibhausgase. Er war bis vor kurzem der Wahlkampfchef von Donald Trump. Jetzt ist er in der Psychiatrie. Brad Pascal wird am Wochenende von der Polizei verhaftet und eingewiesen. Jetzt ist dieses Video von der Bodycam von einem der Polizisten aufgetaucht. Schaut ziemlich brutal aus, der Grund für die Verhaftung. Seine Frau hat die Polizei gerufen und gesagt, ihr Mann ist betrunken, hat eine Waffe und droht damit, sich selbst umzubringen. Jetzt ist der 44-Jährige in der Psychiatrie. Und Alarm in einer Kleinstadt. Eine hirnfressende Amöbe macht das Leitungswasser lebensgefährlich. Es klingt nach einem schlechten Horror-Movie, passiert aber gerade tatsächlich in Texas. Die Mikroben sind normalerweise eigentlich nicht gefährlich, gelangen sie aber durch die Nase in den menschlichen Körper, endet die Infektion meistens mit dem Tod. Ein 6-jähriger Bub ist sogar auch schon daran gestorben. Jetzt wird das öffentliche Wassersystem der Kleinstadt desinfiziert, solange darf das Wasser maximal für die Klospülung verwendet werden. So viel zum Stand der Dinge. Jetzt mal, wir arbeiten gleich weiter an deinem nächsten Update und sehen uns dann gleich wieder bei Push.